Ian Pulley, der sich von Kindheitsbeinen an mit Musik beschäftigte und unter anderem auch die Cardigans geremixt hat, erarbeitete sich seinen Ruf vor allem mit seinem Langzeitpartner DJ Tonka auf dem legendären Force Inc. Label. Jetzt veröffentlichte er auf V2 sein neues Album Meridian. Musik war schon immer so ein Teil von meinem Leben, also es ist gar nicht jetzt irgendwie so wegzudenken. Also es kommt auch durch meine Eltern, dass sie immer interessiert waren an verschiedenster Art von Musikrichtungen. Also vielleicht mein Vater mehr in Jazz, aber meine Mutter hat schon mal, also die hat alles Mögliche gekauft. Die hat von Beach Boys bis zu Kraftwerk alles Mögliche gekauft. Und fand schon immer früher eigentlich, als ich klein war, Kraftwerk am besten so von den Sachen. Ich bin ziemlich schnell dann auf Detroit Techno, so habe ich mich so festgefahren. Das war dann 87, 88, da kamen dann die ganzen Platten neu raus. Und ja, und dann haben wir dann auch parallel angefangen, uns zu interessieren, wie die Leute produzieren, mit was für Geräten. Wir haben dann nach gebrauchten Drum Machines gesucht oder Keyboards oder Sequencer, alles Mögliche. Es war dann auch ein Vorteil, weil damals noch alles billiger war, als es jetzt ist. Ja, und dann haben wir eigentlich angefangen zu produzieren, weil Thomas hatte noch ein Studio durch seinen Vater, der Jazzmusiker ist, und das war dann eigentlich alles gegeben, dann mit Mischpult und allem drum dran. Habe ich dann halt angefangen, mir Geräte mit nach Hause mitzunehmen und dann zu Hause zu produzieren unter Ian Pulley halt. Und das war dann am Anfang halt wieder auf Forsync, und dann habe ich mich halt dadurch, dass ich durchs Auflegen noch viele andere Leute kennengelernt habe, also auch Jonah Kariba oder so, und dann habe ich halt bei ihm was rausgebracht und so dann immer mehr weiter verbreitet. Das erste Album, was ich auf Forsync rausgebracht habe, war schon club-orientierter und mehr Techno. Und das Album jetzt, Meridian, ist schon eher ein Album mit sehr vielen Downbeat-Stücken, also sehr viel langsamer und atmosphärischer als das erste Album. Und auf jeden Fall ein Listening-Album. So jung, ich mag mir gar nicht vorzustellen, was der in 10 Jahren macht. Ne? Und das ist halt auch sehr wichtig, dass man eine Perspektive für seine Künstler hat, dass man davon überzeugt ist, dass man mit denen noch 3, 4, 5 Platten machen kann. Ne? Und das ist bei den meisten so. Dann natürlich DJ Hell, irgendwie ein Gigant der deutschen Techno-Szene, ein unglaublicher Künstler, ein unglaublicher Charakter, von dem ich mir noch wahnsinnig viel erwarte. DJ Hell ist eine der deutschen Techno-Legenden. Seit über 2 Jahrzehnten ist er im Auftrag seiner Musik rund um den Globus unterwegs. Seine reichhaltigen Erfahrungen hat er nun auf seinem 2. Longplayer Munich Machine verarbeitet. Dementsprechend wimmelt es auf dem Album auch von Reminiszenzen und Hinweisen auf die aktuellere Musikgeschichte. Die Verbindung zu den 80ern ist natürlich klar auf Munich Machine wiedergegeben. Es ist auch so ein Zitieren von meinen Lieblingstracks, und es ist auch so ein Abschluss der letzten 20 Jahre Musikgeschichte, die ich als DJ verfolgt habe oder durchgegangen habe. Und ich zitiere auch
Tracks, die ich damals schon als DJ gespielt habe, wie jetzt Suicide Commando und andere Geschichten, die muss man nicht alle verraten. Weil es sind ja auch immer Geheimnisse, wo man seine Samples herholt. Ich bin einfach Musikmaniac und immer gewesen, als Produzent, als DJ und jetzt auch als Labelchef auf Gigolo und ich kämpfe für gute Musik und das ist für mich das Wichtigste. Techno-Musik war eigentlich immer offen für alles und ich glaube, dass ich mit Munich Machine immer auch noch Techno-Musik mache oder Techno-DJ bin auch jetzt so. Techno war auch immer eine Musik, die fürs Ungewöhnliche stand oder fürs Überraschende oder fürs Offene. Wenn ich zurückdenke, 10 Jahre an die ganzen Entstehungsgeschichten, dann war Techno eigentlich ein sehr freies musikalisches Thema. Das wurde leider oft falsch interpretiert hier in Europa speziell und falsch wiedergegeben und missverstanden. Aber ursprünglich war Techno eigentlich eine Musik, wenn du in den Club gehst und hörst einen Track und denkst dir, sowas habe ich vorher noch nie im Leben gehört. Das war immer für mich oder so Techno-Musik und das hat sich natürlich ein bisschen verfälscht hier im Laufe der Jahre. Sacramento is doing its thing to its planet's doing its mind.